Er ist unser Herr und Erlöser. Ihn feiern wir heute an diesem Hochfest von Christkönig. Und wir dürfen uns beschenken lassen mit den Worten, die uns die Liturgie aufbereitet an diesem Sonntag im Lesejahr C, im Lukasjahr. Ich möchte beginnen mit dem Wort aus Samuel, aus 1 Samuel, wo darauf verwiesen wird, dass König David zum König gesalbt wurde, erwählt wurde, gesalbt wurde und natürlich die Verbindung hin zu Jesus, der, wie es der Engel bei der Verkündigung sagt, auf dem Thron Davids sitzen wird und als Sohn Gottes Macht und Herrschaft und Königtum haben wird. Wir haben gestern, waren wir etwas doof gestern Abend, wenn ihr euch erinnert. Wir haben gesungen, getanzt, den Herrn gelobt und gepriesen. Das ist heute meine Verbindung zu David, der auch bei der Übertragung der Bundeslade allein mit dem Ephod bekleidet, sich lächerlich gemacht hat vor allem Volk und von seiner Frau gescholten wurde. Und er hat gesagt, für den Herrn seinen Gott, würde er das wieder tun, um ihm die Ehre zu geben. Es ist gut, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das ein wenig einüben, ein bisschen doof sein vor dem Herrn, auch wenn andere darüber lachen. Wenn es aus einem kindlichen Herzen kommt, aus einem Herzen, das weiß, ich habe einen Vater im Himmel, der mich unendlich lieb hat und vor dem ich wie ein Kind sein darf, ausgelassen und fröhlich, ihn lobpreisend und ihm die Ehre geben. Jesus hat in seiner Menschwerdung den Thron Davids erwählt. Eines großen Königs, aber auch eines, der bereit war, sich um seines Gottes willen lächerlich zu machen. Und schließlich ist es Jesus selber, der bereit ist, genau diesen Weg zu gehen. Sich dem Gespött und dem Gelächter der Menschen auszusetzen, wie wir es eben im Evangelium nach Lukas von der Kreuzigungsszene her verkündet bekommen haben. Sie haben ihn ausgelacht. Ihn, der zwischen Himmel und Erde hing, voller Schmerzen und doch souverän, auch am Kreuz, am Thron des Kreuzes, der Herr geblieben ist. Seine Herrschaft ist von anderer Art. Sie ist nicht weniger mit Macht, ja Vollmacht ausgestattet, sondern einer Macht, die unvergleichbar ist. Wir dürfen zu diesem König gehören. Wir dürfen bei ihm sein. Wir sind privilegiert hier, meine Lieben. Seid ihr euch dessen bewusst, dass wir ihn schon erkannt haben? Was für eine Gnade. Was für ein Privileg, ihn kennen zu dürfen. Diesen König, der unser Leben ist, der uns aber auch ganz klar in die Nachfolge ruft, in seine Fußstapfen, bereit, ihm zu folgen bis hin zum Kreuz. Bis dorthin, wo vielleicht auch andere über uns lachen und uns verhöhnen, uns nicht mehr verstehen, weil wir zu ihm gehören. Wir dürfen uns privilegiert wissen, dass wir zu ihm gehören. Danken wir dem Herrn und dazu lädt uns dieser wunderbare Hymnus aus dem Kolosserbrief heute ein. Dass wir dem Vater im Himmel danken mit Freude. Denn er hat uns erwählt. Er hat dich und mich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er hat dir und mir Vergebung geschenkt. Vergebung unserer Sünden. Und er tut es immer neu, wenn wir demütig zu ihm kommen, uns bekennen und wissen, dass wir noch nicht das Ziel erreicht haben, aber gut auf dem Weg bleiben wollen.
Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Ist euch bewusst, was das heißt? Wir leben in einer Welt, in der es auf weiten Strecken sehr finster geworden ist. Das können wir sagen, ohne jetzt keine Jammerei beginnen über die Schlechtigkeit dieser Welt. Aber ich möchte nur bewusst machen, wir leben in einer Realität, in der wir tatsächlich einen Ruf haben, nämlich Licht in diese Welt zu bringen. Nicht unser Licht, sondern das Licht, das Christus in uns aufleuchten lässt, weil wir zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und in das Reich seines Lichtes aufgenommen. Und der Johannesbrief sagt uns, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das heißt, wenn du ein Kind des Lichtes bist, wenn du dir bewusst bist, dass du erlöst, gerettet, befreit bist, herausgenommen aus deinem alten Leben, hineingestellt in ein neues Leben, dann bist du im Licht. Dann trifft dieses Wort der Verheißung aus der Bergpredigt zu, du bist Licht der Welt, du bist Salz der Erde. Du bist es nicht, du musst es irgendwie werden oder erarbeiten. Du bist es, weil du, und ganz einfach deshalb, weil du zu ihm gehörst, der dein König und dein Herr ist. In ihm ist alles erschaffen, sagt uns der große Brief, Himmel und Erde. Und das Großartige ist, dass wir eines erkennen dürfen, gerade in diesem Satz, wo er sagt und ausdrückt, Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in Christus wohnen und durch Christus alles versöhnen auf ihn hin. Und alles, gut zuhören, alles im Himmel und alles auf Erden wollte er zu Christus führen. Das ist der Weg. Deshalb sind wir gerufen, liebe Brüder und Schwestern, Christus zu dienen, Christus zu folgen und ihn in diese Welt hineinzutragen. Niemand auf dieser Welt, welcher Religion er immer angehören mag oder nichts glaubt, niemand kann an Christus vorbei. Niemand. Niemand. Wirklich niemand, meine Lieben. Und deshalb haben wir einen Ruf, versteht ihr, dass wir Christus in dieser Welt präsent machen. Wir haben in diesen Tagen versucht, einen Aspekt besonders herauszustellen, nämlich den Lobpreis. Warum? Weil, wie uns Roni gestern so schön gesagt hat, der Lobpreis erinnert uns ständig daran, wenn wir ihn erheben und ihn loben und preisen, was er für uns getan hat. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er den Geist gesandt hat und dass das jetzt ist, dass das wahr ist, dass wir in ihm Hoffnung und Zuversicht haben, die die Welt uns nicht geben kann. Liebe Brüder und Schwestern, Christus ist unser König und wir verherrlichen und loben und preisen ihn, wenn wir im Lobpreis vor ihn hintreten und durch ihn zum Vater und das in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes, den er ohne Maß gibt. Auch jetzt, in diesem Augenblick, in dieser Stunde, da wir versammelt sind und ganz besonders, wenn er kommt in der Eucharistie, in seinem Opfer, durch die Kraft des Geistes gegenwärtig wird und in der Kommunion uns den Geist schenkt, ganz neu schenkt, dass wir in dieser Kraft und Gnade, in dieser Salbung bleiben. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden nach Hause gehen. Wir haben Großes erlebt in diesen vergangenen Stunden. Wir sind neu aufgetankt, würde ich sagen. Also ich bin das zumindest, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin neu aufgetankt. Und es ist wichtig, dass wir nicht diese Sache für uns behalten. Sagen, naja, jetzt legen wir uns gemütlich ins Sofa zurück, hallo, schön war es gewesen und jetzt geht es so weiter, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Nein, das kann es nicht sein. Jetzt ist die Zeit, versteht ihr, entscheide dich neu für den Lobpreis. Ich zumindest habe mich neu für den Lobpreis entschieden. Weil es wichtig ist, einfach allein um Gott, allein dieser Gedanke an Gott zu erinnern, was er getan hat, um mir das ständig bewusst zu machen, mir das aufzusaugen in meinem Herzen, einfach aufzunehmen, es dort gegenwärtig werden zu lassen, damit es in mir ein Teil von mir selber wird, sodass ich nicht irgendetwas darstellen muss oder irgendein Theater spielen muss, sondern ich bin, was ich bin. Einer, der in seinem Leben Gott verherrlicht. Das ist deine und meine Berufung, Gott zu verherrlichen. Verherrlichen auch in deinem Leib. In meinem Workshop habe ich viel darüber geredet, gestern, die dabei waren, wissen es. Es geht darum, dass wir Gott auch in unserem Leib verherrlichen.
Wir haben es hier auch getan und wir müssen mutig sein, es weiter zu tun. Und nehmen wir ruhig das Gelächter und den Hohn der anderen in Kauf. Es ist nicht so wichtig, was die anderen von uns denken. Wichtig ist, was er von uns denkt. Und er denkt in großer Liebe von jedem Einzelnen von euch. Denn weißt du, Gott hat noch nie schlecht über dich gedacht. Wir haben einen König, liebe Brüder und Schwestern. Und heute im Evangelium wird uns der König am Kreuz präsentiert. Auch diese Realität ist wichtig, dass wir sie wahrnehmen. Die Verherrlichung Gottes in unserem Leben und die Ermöglichung dazu hat einen Preis, einen hohen Preis. Und den hat Christus für uns bezahlt, am Kreuz. Und jeder, der sich ihm dort zuwendet, wird gerettet. Das schöne Beispiel, das das Sondergut von Lukas uns bringt, hier ist der rechte Schächer, traurigerweise auch der linke, der die Kurve nicht kriegt, aber der rechte, der Jesus annimmt. Auch in seiner Situation der Verlorenheit, der Gebrochenheit, des Bewusstseins, ich habe alles verloren. Jesus, denk an mich. Und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein hoffnungsvolles Wort. Auch für all jene, liebe Brüder und Schwestern, die wir am Herzen haben, von denen wir wissen, dass sie weit weg von Gott sind, von denen wir nicht wissen, ob sie die Kurve kriegen werden oder nicht, für die wir beten, fürbittend eintreten können, dass ihnen dieser Gnadenmoment geschenkt wird. Vielleicht im letzten Augenblick zu sagen, Jesus, denk an mich. Dann haben wir Hoffnung. Er wird leben, sie wird leben in der Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen tanzen und uns freuen und jubeln, dass wir hier auf dem Weg sein dürfen, auf ihn schauen, der unser König und Herr ist, der einst in Herrlichkeit auch wiederkommen wird, was wir voll Sehnsucht erwarten. Wir sind gerufen und gesandt als Menschen, die hinausgehen, vielleicht nicht so sehr immer, dass wir alles gleich an die große Glocke hängen und mit Worten die Leute niederreden. Oder auch jetzt, wenn ihr nach Hause geht, auch in eure Gebetskreise, vielleicht macht ihr euch einfach bewusst, die da dort sind, die waren nicht hier dabei. Das ist auch nicht schlecht, wenn sie das wissen. Also wenn sie das merken, dass ihr Ehrfurcht und auch eine Behutsamkeit habt, das anzufangen, mit ihnen zu teilen, was euer Herz bewegt. Aber es ist wichtig, dass ihr es tut. Mit aller Feinfühligkeit und Zartheit, die der Vater im Himmel, der uns unendlich und zärtlich liebt, euch geben wird, wenn ihr euch in seinen Blick hineinstellt und ganz einfach das tut, was der Apostel Paulus, wozu uns heute aufruft. Dankt dem Vater mit Freude. Amen.